Wie viel Liquid darf ich beim Fliegen in den Urlaub mitnehmen? In diesem Video erklären wir euch, wie viel Liquid ihr auf eure Urlaubsreise mitnehmen dürft im Flieger. Wie ihr seht, wir haben ja schon einiges vorbereitet, was wir jetzt brauchen. Prinzipiell ist einmal zu sagen, jede Person darf einen Liter Liquid in den Flieger mitnehmen, wenn er in den Urlaub fliegt oder auf Geschäftsreisen ist. Die Luftfahrtorganisation ICAO hat 2015 festgelegt, wie viel Liquid jede Person pro Reise in den Flieger mitnehmen darf. Das ist eine Richtlinie, an der sich die meisten Fluggesellschaften halten, aber natürlich gibt es auch Fluggesellschaften, die eine Zusatzbestimmung haben. Deswegen eines vorweg, vor jedem Flugantritt, am besten eine Woche davor, einfach mal kurz bei der Fluggesellschaft anrufen und nachfragen, wie viel Liquid du für deine E-Zigarette mitnehmen darfst. Generell sind das 1000 Milliliter, sprich 1 Liter pro Person. Es gibt einige Voraussetzungen, die man beachten sollte beim Fliegen. Das heißt, man darf nicht diesen 1 Liter bzw. diese 1000 Milliliter in einer ganzen Flasche mitführen, sondern muss diese in 10x100 Milliliter Liquidflaschen verpacken bzw. abfüllen. Hierfür gibt es bei uns im Shop so Shake-and-Wake-Flaschen. Hier steht die Kennzeichnung, 100 Milliliter. Hier kann man sein Lieblingsliquid selbst reinmischen oder umfüllen mit einem Sicherheitsverschluss. Das wäre schon bereits die nächste Bestimmung. Es muss ein Sicherheitsverschluss sein. Sprich, er darf nicht leicht aufgehen. Und wie wir das bei Sicherheitsverschluss kennen, muss man den zuerst reindrücken, bevor man ihn aufschrauben kann. Also ganz wichtig, ich darf einen Liter mitnehmen. Dieser muss jedoch in 10 kleinen Flaschen abgefüllt sein. Und die Flasche muss einen Sicherheitsverschluss haben. Zusätzlich müssen diese Flaschen in einen sogenannten Frischhaltebeutel oder Extrabeutel verpackt werden. Das schaut dann in der Regel so aus. Den Verschluss schließe ich anschließend. Und so kann auch nichts im Koffer bzw. im Handgepäck ausrinnen. Wie jeder weiß, Liquidflaschen dehnen sich beim Flug aufgrund des Unter- und Überdrucks aus und sollte mal eine Flasche oder ein Stoppel aufplatzen, damit hier nichts ausrinnen kann. Also immer schön brav schauen, dass deine Liquidflasche sich in einem, so einem Frischhaltebeutel befindet, wenn du mit dem Flieger auf Reisen gehst. Die nächste Bestimmung ist, dass alle Liquidflaschen beschriftet sein müssen mit dem Inhalt, der sich darin befindet. Wir haben hier ein kleines Etikett vorbereitet. Hier steht 40 ml Propylenglykol, 40 ml Glycerin, 5 ml Aroma und 5 ml Nikotin. Wir empfehlen es, nicht die Originalflaschen des Herstellers zu nehmen, denn es hat schon mal gegeben, dass aufgrund des Warnhinweis bzw. ein Gefahrenhinweis wie einen Totenkopf Reisende ihre Flaschen nicht mitnehmen haben dürfen. Deswegen einfach ein Etikett schreiben, außen auf der Flasche anbringen und so seht ihr auf der sicheren Seite, dass ihr eure Liquidflasche mit auf die Reise nehmen dürft. Das Ganze muss nicht ins Handgepäck, kann ins Handgepäck, kann aber auch im Koffer transportiert werden, wenn diese Vorschriften beachtet werden. Einmal einen Sicherheitsverschluss für die Flasche, maximal 100 ml Liquid pro Flasche und einen Beutel, der verschließt werden kann. Dann könnt ihr es im Handgepäck oder im Koffer lagern und mit in den Flieger nehmen. Das war es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen für eure nächste Urlaubsreise.